Willkommen zurück zu Fable Anniversary. Beim letzten Mal haben wir ordentlich Geld gelassen, weil wir ein bisschen gegen Gesetze verstoßen haben, ein bisschen hier was gemacht haben, ein bisschen da was gemacht haben und im Endeffekt kann uns niemand leiden, besonders an einem Ort. Da können wir unsere bösen Punkte farmen bis zum geht nicht mehr. Wir haben jetzt, das ist die falsche Tasse. Hier, Werte. Werte, gib mir Wette. Wir haben eine Grundhaltung von minus 56, das heißt, wir sind schon über die Hälfte böse. Was auch eigentlich unser Vorhaben ist hier. Wir wollen ja nach wie vor Fable auf böse durchspielen. Aber ich würde halt gerne halt noch so ein bisschen überall rumgucken. Uns fehlt ja immer noch irgendwie eine vernünftige Ausrüstung und. Sonnenschein. Ihr habt hier keinen Zutritt. Warum habe ich da denn keinen Zutritt hier? Was soll denn das? Achso, weil es ja später kommt. Ja, ich erinnere mich. Aber denn hier was Tolles? Ja, hol du dir einen herrlichen Humpen. Was ist mit euch hier? Hallo? Ey, dreh dich doch nicht weg, Püppchen. Hallo? Hier, warte. Kann ich hier nicht? Och, komm schon. Hey. Zieht euch einen Sack über den Kopf, ja? Hey. Werft einen Blick auf das Herz über den Kopf dieser Person. Sie findet euch attraktiv. Ja, total. Deswegen sagt sie auch, werft einen Sack über euren Kopf. Ja, okay. Oh mein Gott, das Gesicht kann man sich ja gar nicht ansehen. Hey. Zieht euch einen Sack über den Kopf. Ja, aber sie mag mich. Oh mein Gott, das Gesicht kann man sich ja gar nicht ansehen. Immer mehr, komm schon. Zieht euch einen Sack über den Kopf. Okay, jetzt ist das Herz wieder weg. Haben wir noch andere Ausdrucksmittel? Warte mal. Hier. Mach mal den hier. Hey. Bizeps. Bizeps. Komm schon. Nein? Ja, okay. Die Pommesgabel können wir auch. Wo haben wir denn unsere sonstigen Ausdrucksmittel? Wie komme ich da überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Fertigkeiten. Ja, das ist doch bestimmt Ausdrucksmittel. Genau. Flirten ist auf 6. Männlicher Bizeps machen wir mal auf 7 zum Flirten. Zuordnen. Auf den hier. Okay. Haben wir noch irgendwas? Luftgitarre ist das. Das ist Mittelfinger. Gut, also sonst irgendwie was zum Flirten oder sonstiges haben wir halt derzeit noch nicht. Aber wir wollen auch in diesem Durchlauf mal wieder irgendwen bezirzen. Und... ja, dann mal gucken, was daraus wird. Wird auf jeden Fall super. Ich weiß es. So, jetzt waren wir aber noch gar nicht in dem einen Stadtteil hier. Beziehungsweise wir können jetzt auch noch mal gucken, ob er jetzt hier... Ich meine, er mag uns nicht, aber vielleicht verkauft er uns trotzdem irgendwie was Schönes. Wir haben kein Gold? Ach, das, haben wir das jetzt alles da jetzt verloren? Beim Dingens? Er ist in der Oakvale-Taverne. Als wir da waren und hier die ganzen Wachen zerschlagen haben, haben wir da so viel verklickt, dass wir ständig unser Geld ausgegeben haben, bis wir keins mehr haben. Finde ich auch nicht okay. So, jedenfalls hier in dem Stadtteil waren wir bisher auch noch nicht. Hallöchen, Frau Hexe. Nein, sagt nichts. Euch schickt eine nervige junge Frau mit einem kummertösen Kind. Ja, ist richtig. Die hat uns mal hierhin geschickt. Ich bin eine Hexe, wisst ihr? Donnerstags deute ich Teeblätter. Und ihr seid auch nicht der erste Dummkopf, den sie schickt. Sucht mir 4 blaue Pilze, dann kann ich ein Gegenmittel brauen. Aber keine Eile, es wird ihn nicht umbringen. Der kleine Bengel amüsiert sich wahrscheinlich königlich. Ach, blaue Pilze, wir haben doch so einen blauen Pilz eingesammelt. Den können wir doch lieber stattdessen selber benutzen. Hier, Hühner. Hühner-Weitkick hier. So, zum Glück überleben die es. Ne, sonst würde das natürlich niemals tun. Chicken. Das ist für Minecraft. Und Gedöns. So, kann ich hier? Ist hier eine Wache in der Nähe? Yes. Ein Heiltrank. Da sage ich doch nicht nein. Heiltränke, die sind immer fein. Müssen sowieso, ich wollte mir ja sowieso noch eine andere Frisur machen und Tattoos und Gedöns. War das Schiff hier schon immer? Mir vorher nie aufgefallen. Gab es das im Originalspiel auch?
Ich weiß, dass es hier den Doc gab, aber das war es auch schon. Hier haben wir auch so einen Typen. Hallöchen. Hallo auch. Hallo. Ihr habt meine Tochter noch nicht getroffen, oder? Sie ist hübsch, das muss ich sagen, aber etwas anspruchsvoll. Ach, wirklich? Sie brennt darauf, kräftige Mannsbilder wie euch kennenzulernen. Wirklich? Möchtet ihr die Tochter des rauschbärtigen Glatzkopfs kennenlernen? Nein. Das ist in Ordnung, aber sie könnte etwas enttäuscht sein. Wen kümmert's? Weil du bist nämlich voll der doofe Sack. Sucht euch einen ebenbürtigen Gegner. Ja, du redest langsam genug. Du bist ebenbürtig. Aber nun gut. Ja, im Prinzip wäre es quasi, wir sollen uns immer ein bisschen für ihn verändern, zum Affen machen und sowas. Einfach nur, weil er es lustig findet. Nicht, weil es irgendeinen Sinn ergibt. Und, naja, ne? Und so, weißt du? Halt nix. Ich glaube, das ist sogar eine gute Quest, kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann ich die Hühner hier irgendwie durch die Richtung Wärter schießen oder sowas? Oder ist das dann wieder eine böse Tat? Ich habe keine Ahnung. Ich würde auch gerne die kleinen Kinder hier verprügeln. Aber noch sind wir dafür nicht stark genug. Noch. Gut. Aber wir wollen nach Oakvale. Weil dort wartet Mace auf uns. Müssen wir jetzt hier Richtung Grabhügelfelder mal wieder. Also dahin, wo wir sowieso voll die Aggro-Deppen auf uns haben. Und dann mal gucken. Kann nur gut werden, glaube ich. Ja, haben wir auf jeden Fall schon eine hohe Bedrohung. Das wird super. Kriegen wir noch ein paar böse Punkte. Hallöchen, Herr Wärter. Ich kann nichts bezahlen. Ich werde auch nichts bezahlen. Ich habe nichts getan. Also außer das Übliche. Ja, und darum, ich mache hier mal eben schnell die böse Leiste voll. Also, meine böse Standardgedöns. Grundhaltung, genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und dann geht's auf nach Oakvale. Vielleicht. Hier haben wir auch noch eine Truhe und auch, glaube auch eine Dämonentür. Und eventuell eine Quest. Oder die Quest gibt es später, ich weiß es nicht. Ein Saphir. Oder ein Sa3, ich weiß es nicht. Hier die Dämonentür. Oh nein, nicht schon wieder. Was denn? Noch ein knochiger Abenteurer, der meine Reichtümer plündern will. Mich interessiert euer dürrer Kadaver nicht. Nehmt erst mal zu. Okay, muss ich mal Kuchen essen. Fleischiges, fettes, dickes, schweiniges. Na, wenn du Porno gucken willst, dann bist du hier falsch. Seid kein Sklave der öffentlichen Meinung und esst mehr. Mehr. Kuchen, Fleisch, Bier, egal was, nur viel davon. Okay. Esst euch dick und fett, dann seid ihr hier willkommen. Aber wollen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Och, da wäre ich schon wieder angeschossen hier. Was soll denn das? Könnte ja jeder kommen. Auch noch zwei davon. Ja, großartig. Esse ich eher mal einen Kuchen hier zum dick werden. Ja, ist nur Fleischwunde. Das wird schon. Oh, der hat was gedroppt. Da sage ich doch nicht nein. Nehme ich immer gerne mit. Och, komm schon. Geht doch. So, wie sieht's aus mit den Werten hier? Ich weiß auch gar nicht, ob es was Besonderes dann gibt, wenn wir dann unsere bösen Wert voll haben. Wir haben auf jeden Fall schon eine Glatze oder so halbwegs eine Glatze, weil die Hörner immer größer werden. Die Haare werden zunehmend weniger, also zumindest in der Vorschau, jetzt hier tatsächlich nicht. Faszinierend. Hallöchen, bin hier zum Töten. Glaube ich. Möglicherweise. Werde ich aber vom Fall wieder angeschossen. Das ist nicht wahr. So.
Schnauze voll hier. Jämmerliche Dorfbewohner. So. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Jede Menge davon. Ja, komm schon. Ja, das habe ich auch gesagt, komm schon. Auf mich hört ja keiner. Aber lass das mal, Kollege. Tut nicht gut. Tut wirklich nicht gut. So. Irgendwo hier haben wir doch noch so einen. Genau, dich hier. Brenne. Brenne elendig. Hat auch nur einen Schlag ausgehalten, ja super. Okay, waren zwei. Gib's dazu. Oh, da liegt Gold. Meins. Auch wenn es nur 10 Gold sind, aber immerhin. Im Moment haben wir kein Gold. Von daher nehme ich gerne, was wir kriegen können. Noch so einer. Wir haben es ja gleich voll. Nur noch wenige Gegner später. Und dann gehen wir hier durch das Tor, wo es nach Oakvale geht. Zurück nach Oakvale. Okay, jetzt bin ich durch, weil ich das Gold einsammeln wollte. Hallo? Wer bist denn du? Hallo, ich kenne dich doch. Wir dachten, du wärst bei diesem Überfall vor Jahren ums Leben gekommen. Hast du Rosie verloren? Du erinnerst dich doch an mich. Ich habe meinen Teddybären Rosie gesucht, bevor der Überfall losging. Sag ich doch. Du bist nicht mehr brünett, sondern blond. Sind wir nach Bowerstone gezogen, aber da hat es mir nie so recht gefallen. Bist du in Ordnung? Du warst eben etwas geistesabwesend. Eben? Ah, ja. Immer. Ich muss jetzt weg. Aber es war schön, dich wiederzusehen. Tschüss. Also kriegen wir tatsächlich eine Glatze. Deswegen fallen mir die Haare aus, weil ich so böse bin. Oh yeah, vulgärer Hüftschwung. Wo haben wir denn den? Hier, warte mal. Können wir ja mal machen. Hier, Fertigkeiten. Ausdrucksmittel. Ne, das ist gar nicht hier. Hier, Fertigkeiten. Dann. Na, das ist immer noch verkehrt. Hier, das suche ich. Hier. Da, vulgärer Hüftschwung. Ordnen wir mal zu. Machen wir mal ruhig hier hin. Und dann testen wir es mal aus. Mach mal. Oh yeah. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Wir sind so vulgär. Vulgärer geht's gar nicht. Gesundheitszustand ist kritisch. Ach Mensch, heul nicht rum da, Herr Gildenmeister. Mace, was geht ab? Hm, da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst zu berühmt, um hier aufzukreuzen. Ich habe nichts mehr von deiner Schwester gehört und kann auch sonst leider nichts tun. Aber es gibt noch Hoffnung. Eine blinde Seherin lebt bei Zwillingsklings Räuberbande. Sie weiß vielleicht etwas über deine Schwester. Die Seherin steht neben dem Räuberkönig. Und es ist kein Zufall, dass die Räuber in letzter Zeit so erfolgreich sind. Hast du von Zwillingskling gehört? Er war einst ein Held, ein echter Riese. Hatte aber mit der Gilde wenig am Hut. Er ging weg und vereinigte ein Dutzend Räubergruppen. Ich war immer der Meinung, dass er dein Heim angegriffen hat. Das könnte deine Chance auf Rache sein. Rache? Das Lager kann nicht weit weg sein. Das Dorf wird häufig angegriffen. Ich ließ eine Questkarte mit Einzelheiten in der Gilde. Schwören die Fliegen um mich herum? Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Tatsächlich? Stink ich so? Oder ist es, weil ich so evil bin? Ich hab keine Ahnung. Tut jetzt bloß nichts Dummes. Ach, sagst du jemanden mit Hörnern? Ja, ich glaub's auch. Na gut, schauen wir nochmal. Wie sieht das denn jetzt aus hier? Wir haben
72, das heißt, wir sind fast am Ende unserer Bösartigkeit angelangt. Das machen wir nochmal eben schnell. Dass wir hier nochmal ganz fix hier unser Bösentum hier aufleveln. Dann wird das hier heute mal eine Folge, die etwas länger dauert. Danach muss ich mal meinen Hals ein bisschen befreien. Der ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein Frosch im Hals, weißt du? Aber, ja, ist ja gut. Meine Fresse, lass mir doch... Nee. Ich will kein Gold zahlen. Überhaupt und gar nicht. Gar kein Gold. Ich habe kein Gold, das ich dir geben kann. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Aber... Habt ihr Tränke oder Essen? Was? Ihr musstet 40 Gold zahlen und wurde weggejagt? Weil ich tot bin, oder was? Ach Mensch. Sind wir in Darkwood wieder angekommen? Das wollen wir ja gar nicht. Ich will doch nur schnell hier... Genau. Zu euch hin. Also, die haben dann... okay, verstehe. Die haben mein ganzes Gold weggenommen, weil... ich besiegt wurde. Und da haben sie mich weggejagt. Verstehe. Na gut, soll mir recht sein. Ja gut, jetzt, wenn ich mich hinausschlage, ist natürlich schlecht. Aber was willst du machen? Jetzt leuchten auch noch meine Augen. Wird ja immer besser. Immer besser. I'm evil. Ja, geh weg mit deiner komischen Nachricht da. Hey Mensch, du bist übrigens böse. Du musst Geld zahlen, weil du böse bist. Du bist so böse. Ein Teufel werde ich tun. Ich kann kein Geld zahlen hier. Wo kommen wir denn da hin? Also ehrlich. Könnte ja jeder kommen. Ja, und es ist halt wesentlich einfacher, die positiven Punkte, also die guten Punkte hier zu bekommen, als die bösen Taten, habe ich so das Gefühl. Ob das stimmt, ist so eine andere Geschichte, aber ich glaube es zumindest. Jetzt bleib doch mal liegen da. Ist es denn wahr? Hey, ein Apfel. Ja, ich laufe auch noch in seine Armbrust rein. Eine gute Idee von mir. Aua. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. So. Habt ihr Tränke oder Essen? Gleich müsste ich es eigentlich geschafft haben. Außer es geht dann noch weiter, was ich bezweifle. So, schauen wir mal. Wir sind... Werte. In Grundhaltung minus 81. Da geht noch mehr. Ist halt immer schön, da steht da immer pro Kill dann plus 10 böse. Und irgendwie ist es nicht plus 10 böse. Aber naja, was willst du machen? Ist da halt so, ne? Jetzt kommt schon. Ist halt auch krass, wie viel wir dann... unser Leben hier teilweise auffrischen müssen. Hätten wir jetzt schon ein bisschen aufgelevelt, wäre das nicht ganz so schlimm. Apropos aufleveln, da können wir dann bald aufleveln gehen, ne? Weil wir haben jetzt hier so viel den Kampfmultiplikator in die Höhe getrieben. Ah, kommt schon. So, das wollte ich. Ich wollte dich brutzeln, Kollege. Brutzeln! Ah, spawnt er direkt hinter mir, was soll denn das? Ah! Ich wollte doch nur die Willenskraft hier auch noch mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Kannst du knicken. So, und da müssen wir uns immer noch umgucken, wo wir denn jetzt hier eine vernünftige Rüstung herbekommen. Weil derzeit habe ich noch keine Ahnung. Oh, da ist einer. Direkt hinter mir oder in mir gespawnt, ich weiß es nicht. Da ist noch einer in mir gespawnt, hinter mir, wo auch immer. Hauptsache ist immer da, wo ich ihn nicht sehen kann. Dann mache ich das hier mal kurz ein bisschen mit Willenskraft für Willenskraftpunkte. Damit wir es auch auf Vordermann kriegen, damit wir dann die totalen Zauber lernen können. Wollte die totalen Zauber! Aber.
Aber so viel kann es gar nicht mehr sein, was wir jetzt noch brauchen hier, um uns voll auf die böse Seite zu schlagen, auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben ja kaum noch Haare auf dem Kopf. Nochmal Werte angucken hier. Hey, die Hörner werden auch immer größer. Wir haben 90. Fehlt nicht mehr viel. Sollten wir bald haben. Vollständig böse. Und Gestank bis zum geht nicht mehr. Ist doch so. Und Fliegen, die um mich herumschwirren hier, ist ja schon unschön. Oh, komm schon. Nicht mich treffen hier. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, muss ich jetzt noch 8 weitere töten, dann müsste ich eigentlich 100% böse sein. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht, aber theoretisch. Und das geht ja auch relativ fix, weil die halt so schnell spawnen. Es ist wirklich so krass, dass du halt so schnell böse werden kannst, aber halt um wirklich gut zu werden, brauchst du wesentlich länger. Der Pfad zur dunklen Seite der Macht ist halt wesentlich schneller erreicht als, ne? Du weise wirst und ich weiß nicht was. Essen tun wir auch ordentlich, damit wir dann dick werden, damit sich die Dämonentür öffnet und. Aber. Und dann können wir auch einfach mal so irgendwelche Hobbs töten oder sowas, die uns jetzt mal im Weg laufen, ohne dass wir jetzt Gefahr laufen. Hey Mensch! Das ist übrigens, ne? Böse und so. Voll die gute Tat, deswegen nehmen wir dir mal ein paar böse Punkte weg und im Endeffekt werden wir dann wieder zum guten Typen. Das geht ja nicht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte hier. Stattdessen fahren wir hier einmal bis zum geht nicht mehr. Aua. So. Für jede Wahl ein Erfolg. Das heißt, wir müssten das jetzt geschafft haben, ja? Minus 99. Ich glaube, mehr geht nicht. Wir können nochmal gerne gucken hier, indem wir noch 2 Deppen töten oder sowas. Aber wir haben jetzt auch diesen Erfolg da gekriegt. Glaub mir, ist einfach nicht. Aber probieren geht über studieren. Kennt man ja. Der nächste. Der letzte erstmal, den wir jetzt hier töten. Stirb! So. Werte. Minus 100 geht tatsächlich noch. Das heißt, wir sind jetzt am Ende unserer Reise angelangt. Und ich verziehe mich. Also nicht am Ende unserer wirklichen Reise, sondern halt, ne, und so, weißt du. Das heißt, hier gehen wir jetzt erstmal nicht mehr hin, um dann jetzt nicht mehr immer Geld ausgeben zu müssen. Weil, ist besser so. So, und während meine Augen jetzt leuchten, werde ich mal meinen Hals kurz befreien und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fable Anniversary wieder, wo wir dann uns endlich wieder der Hauptquest und den Nebenquests und so weiter widmen. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.